Die Rechtsnationalen gewinnen an Boden in ganz Europa. Das heißt, es ist für uns Grüne europaweit und insbesondere hier in Österreich Widerstand angesagt. Nicht nur um Widerstand geht es geht auch um Mobilisierung und es geht um Veränderung. Alle drei Dinge sind gleich wichtig. Konzepte, alternative Konzepte, Lösungsvorschläge für die Zukunft zu haben, für eine grüne Zukunft. Andere wollen nur sich selber und der Umwelt schaden. Und wir stehen für eine Zukunft, in der der Mensch wieder in den Mittelpunkt steht und nicht die Wirtschaft. Tatsächlich ist das ein Austausch, der sehr viel bringt. Zum einen gibt es externe Perspektiven von Experten und Expertinnen, die uns Inputs geben, und zum anderen gibt es auch den Austausch untereinander, wo wir ja auch ein sehr heterogenes Wir eigentlich sind und uns das auch einmal anschauen können, nämlich wer sind wir, wenn wir von wir sprechen oder von uns als wir Grüne. The Green Academy was really inspiring in the sense that I felt there was a lot of energy and willingness to improve, to find new ways of interacting. Also outside of the green movement, or find alliances with people who are actually green-minded but not yet in the green movement. There are challenges regarding digitalization, automation, robotization of our labor force, and to prepare common solutions that could be acceptable and to create a more just society that will be also sustainable in the long term. That's a priority, and that should be a priority all across Europe because it's a transnational problem, not limited to one single country.